Willkommen zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Ja, okay, das ist richtig, das ist richtig. Ich musste erstmal kurz nachgucken. War es jetzt wirklich das vergessene Land, weil ich da immer durcheinander komme? Ja, wir waren im letzten Part, sind die zweite Welt soweit fertig gemacht. Auch einige Challenges nochmal. Und ich kann mit Dings winken. Ach, das ist ja cool. Das ist ja sehr, sehr cool. Ja, und ich wollte dann im letzten Part noch hier reingehen und die Upgrades machen. Allerdings habe ich mich im Schnitt dann entschieden, dass ich das nicht mal mit in Part reinnehme. Bedeutet, ihr hattet im letzten Part keine Abmoderation. Ich zeige euch jetzt da, ich bin ja im letzten Part da in sich noch reingegangen, allerdings habe ich das wie gesagt, im Schnitt dann entschieden, das kommt jetzt in diesen Part mit rein. Bedeutet, das machen wir jetzt erstmal. So, denn da ist was eröffnet worden. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann wollen wir noch ein bisschen upgraden. Ah, okay. Die 60 Wolle, die du gerettet hast, haben das wurde die Café wieder aufgebaut. Welche Leckereien dort wohl serviert werden? Du kannst nun Wolle dieses Café aus Hilfegesucht spielen. Sei flink und füttere die junge Meute. Machen wir heute nicht. Vielleicht machen wir was, wenn wir im nächsten Part noch Zeit haben, machen wir es im nächsten Part. Ja, und ich habe noch was zum Weiterentwickeln. Weiß ich. Das weiß ich. Gucken wir uns jetzt mal das Café mal kurz an. Das will ich wenigstens jetzt nur angucken. Willkommen im Wolle-Di-Café, dem wohl gemütlichsten Bistro der Stadt. Hier kannst du ein Häppchen gönnen und deine KP wiederherstellen. Bei uns findest du die leckersten Sachen. Das ist gerne etwas zum Klammern für unterwegs. Selbstverständlich kannst du auch dir etwas zum Mitnehmen bestellen. Okay. Das Snack steht hier in Abschnitten als sogenanntes Vorratshalten zur Verfügung, das dir in brenzligen Situationen helfen kann. Ach, denk aber daran, dass du immer nur ein einziges Vorratshalten ausrüsten kannst. Also Kirby, was darf's sein? Eine Maxi-Tomate bitte. Wenn schon, dann richtig. Ah, ja? Willst du? Hier, bitteschön. Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Okay, das ist cool. So ähnlich wie in den New Super Mario Bros. Teilen. Oder New Super Mario Bros. DS oder New Super Mario Bros. 7. Halt. New Super Mario Bros. 2, meinte ich. Super Mario Bros. 7. Eben mal mit Mario Kart so ein bisschen mal durchgewechselt. So. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du brauchst mir das nicht zeigen. So. Hey, du hast neue Blaupausen für mich. Also gut, ich hole nur eben mein Werkzeug, dann können wir gleich mit den Entwicklern losgehen. Ah, Leute, da der Part schon so weit fortgeschritten ist, würde ich sagen, entwickeln tun wir im nächsten Part. Und dann geht's im nächsten Part zum Boss. Gut, und dann war ja bei mir die Entscheidung, gut, ich beende jetzt schon den Part. Allerdings, ja, jetzt kann man hier dann auch upgraden. Es gab drei Dinge zum Upgraden. Inzwischen ist hier auch die Sammlung schon ein bisschen größer. Hier, die Bomben können wir zum Beispiel upgraden. Halt den Knopf gedrückt, ja, um zu ziehen und zu werfen. Genau, genau. Und da können wir für 2 Sterne und 500 Münzen die Bombenkette machen. Mal gucken, was das ist. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kann man eine der Fähigkeiten auch schon beim Boss heute nutzen, weil da gehen wir ja heute auf jeden Fall mit rein. Und dann sehen wir mal. Oh, so sieht aber cool aus. Ja, hat sich zur Bombenkette entwickelt. Ja, nice. Und dann probieren wir es mal. Wow. Wow. Okay. Das ist ja mal ganz interessant. Okay. Ich kann mehrere hinlegen. Und die machen sich dann zu einer Kette und explodieren dann alle gleichzeitig. Das ist echt cool. Kann ich da... Ich kann auch zielen, wenn ich möchte. Nice. Gut, dann der Igel. Der will auch geupgradet werden. Dann machen wir das. Entwickeln wir mal. Der Igel war ja an sich ganz cool und so. Aber jetzt nicht sonderlich stark. Daher... Gucken, vielleicht haben wir jetzt eine größere Reichweite damit? Keine Ahnung. Krimskrams-Igel haben wir jetzt so. Alles klar. Probieren wir auch mal aus. Okay, ich glaube, das ist größer und wir hinterlassen ein paar Teile, wo vielleicht auch die Gegner nochmal ein bisschen Schaden nehmen. Wir können uns das ja mal hier beim Sandsack mal ausprobieren. Okay. Ich weiß nicht, ob er wirklich jetzt stärker geworden ist. Man kann das ja auch nachgucken. Man kann es ja jetzt auch hier nachgucken, wenn wir das mal auswählen. Tempo 2, Kraft 2,5. Hier Kraft 1,5 und Tempo 1,5. Also das hat sich auf jeden Fall schon deutlich gebessert. Muss man schon so sagen. Alles klar, dann gehen wir jetzt zu Welt 2. Aber vorher hätte ich mal Bock, den Automaten auszuprobieren. Das müsste eigentlich auch mal sein. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht.
Mit 10 Sternmünzen können wir hier einen Knauf drehen und dann kriegen wir so eine Kapsel, die wir halt auch in den Level finden. Alles klar, und hier ist eine Kanone für uns. Ah, okay, das mehr ist es auch nicht. Okay, gut zu wissen. Hier ist noch ein Level versteckt, weil wir haben ja zwei versteckte Level im letzten Part in Welt 1 gefunden und eins hier in Welt 2. Daher, es muss ja noch irgendwie noch eins irgendwo sein. Und das ist nochmal mit einem Treppenstopfer. Das machen wir schnell nochmal, bevor wir in den Boss reingehen. Ja, ich weiß, ihr wollt unbedingt den Boss sehen. Ist mir bewusst. Allerdings will ich vorher auch hier alles abgeschlossen haben. Daher machen wir jetzt hier noch den Treppenstopfer. Auf den ich sehr doll Bock habe. Mit B. Ich habe doch B schon mehrmals gedrückt. So. Ausspucken und dann hier hoch. Hier hoch. Das ist eine längere Mission tatsächlich. 3 Minuten. Dafür hat man Zeit. Wow, okay. Dann gehen wir erstmal hier hin. Nein, ich will Y drücken. Ich komme manchmal mit den Tasten noch ein bisschen... Hallo? Du sollst einfach mal stehen bleiben. Nee, der bleibt da nicht stehen. Das ist ein kleines Problem. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hä, der bleibt da nicht stehen. Ja, den wollte ich jetzt gar nicht einsaugen. Ich wollte den anderen hier einsaugen. Den hier. Der muss hier doch stehen bleiben. Nee. Ich bin hier gerade überfragt. Oder muss ich den hier irgendwie dahin bewegen? Ich glaube, die Anordnung stimmt da gerade nicht ganz so. Ich bewege den mal hier hinten hin. Und stopfe mich mal mit dem hier voll. Will dann da durch, aber dann ist der hier im Wege. Aber es ist nicht das Problem, jetzt den hier voll stopfen. Weil der muss dann nach ganz links. Oh, ist das kompliziert hier. Das ist keine schöne Mission tatsächlich. Aber gut. Jetzt kann ich den hier nämlich hier ausspucken. Den kann ich jetzt nach oben links. Es kommt halt immer drauf an, wie die Treppen stehen. Und Kirby halt kann sich halt nicht drehen. Das ist das Problem an der Sache. So, und jetzt den hier hin. Okay, das hätte man von Anfang an wissen müssen. Wusste ich nicht. Also ist halt das Ding hier an diesen Challenges. Man muss das eigentlich von vornherein wissen, wie diese Challenges funktionieren, damit man überhaupt die Zielzeit erreicht. Ach du Heilige. Den kann ich schon mal vollstoppen, dann kann ich mich schon mal hier hinstellen. Ich hoffe, das klappt. Nein, das klappt nicht. Dann stoppe ich mich mal mit dem hier voll. Oh, wie soll ich denn das jetzt hier machen? Hallo, hallo, ich drück doch B. Machen wir das hier erstmal weg. Das ist sehr, sehr kompliziert hier. Ich glaube, ich muss erstmal auch mit denen hier arbeiten. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich sage, oder was hier entscheidend ist, wie man das hier dreht. Warte, den kann ich dahin packen. Ja, guck mal, dann passt das schon mal. Der muss wahrscheinlich da hinten hin. 1 Minute noch Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das könnte auch die erste Mission sein, die ich nicht schaffe. So. Ja, ist doch jetzt so gut hier. So, das dahin. Dann haben wir das hier noch. Ich glaube, es muss da hinten hin. Das ist jetzt aber auch nur Raterspielerei. Das hier hin? Ja, wunderbar, wunderbar. Dann haben wir das da hinten noch. Das muss nach unten links. Und dann die andere Treppe dann noch. Dann sollten wir es haben, hoffe ich. Ja, okay, das klappt. Sehr schön. Jetzt ist schnell dort rüber. Vollstopfen. Yep, yep. Bisher schwierigste Mission auch. Wenn man so viel überlegen muss. So, ich hoffe, das Ziel ist da. Ja, yep, da ist das Ziel. Wir haben die Zielzeit auf jeden Fall nicht erreicht. Das ist klar. Aber, ja, sowas von. Also eine Minute drüber. Und ich muss halt auch wirklich erstmal kapieren, was man machen muss. So, jetzt geht es aber zum Boss. Jetzt aber, jetzt aber. So. Treppenschatz haben wir. Und da sind wir. Der tropische Terror. Eieiei. Mit 4 Missionen natürlich wieder. Mal gucken, was für Mission. Ich vermute ja eine Fähigkeitsmission. Den Boss mit einer bestimmten Fähigkeit abschließen. Eine Zeitmission, dass ich halt das in einer bestimmten Zeit schaffen muss. Eine Mission ohne Schaden. Und dann noch eine boss-spezifische Mission. Die halt hier einzigartig ist, sag ich mal. Okay, also hier schon mal sehr... tropisch. Sehr, sehr tropisch das Ganze hier. Hier kann man sich maximal heilen. Haben wir ja sowieso. Wir haben auch eine Maxi-Tomate ja jetzt mit am Start. Und hier können wir uns entscheiden zwischen Igel, Bumerang und Feuer. Und ich nehme Bumerang, weil ich liebe Bumerang einfach am meisten von den dreien.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Igel vielleicht trotzdem eine Mission ist. Warte, wenn man hier durchgeht, ist das vielleicht eine Mission? Ach, schade. Ah, gut. Ich werde sowieso diesen Boss mehrmals machen müssen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Jetzt gehen wir hier hoch. Oh, kein Boss? Okay, dann halt kein Boss. Ja, doch ein Boss. Was ist das für ein Boss? Okay. Tropic Woods. Woodwede Tropic Woods. Okay. Ich weiß, dass häufiger mal ein Baum typisch ist für Kirby. Dass ein Baum ein Boss ist. Allerdings habe ich jetzt hier nicht damit gerechnet. Ach du Heidi. Das ist ein interessanter Atem. Okay, ich dachte, ich kann das irgendwie zerstören oder so. Aktuell bin ich hier noch nicht ganz so gut mit dabei. Aber jetzt mache ich ordentlich Schaden. Okay. Also ich weiß, also ich kann mir gut vorstellen, dass das wieder hier sehr, sehr fordernd sein wird. Ich habe doch R gedrückt fürs Blocken. Man kann doch extra hier blocken. So, hier, zack. Blocken ist eigentlich sehr, sehr stark. Hä? Ich blocke doch! Was willst du? Ich nehme gleich so meine Maxi-Tomate. Ich nehme meine Maxi-Tomate. Ich habe meine Ausrüstung verloren. Hallo, Maxi-Tomate. Achso, ich muss X gedrückt halten. Alles klar. Nein, ich brauche meine Fähigkeit! Jetzt ist die Fähigkeit natürlich gesperrt. Ja, klar doch! Ich brauche meine Fähigkeit! Die ist weg, glaube ich. Ich sehe nichts. Die ist weg. Die Fähigkeit ist weg. Dann müssen wir jetzt mit den Sternen arbeiten. Ich habe mich auch so schlecht angestellt, muss ich dazu sagen. So, natürlich sind die Sterne hier vorne. Natürlich verschwindet der Stern. So, zack. Dann hier Stern. Zack. Machen wir auch ein bisschen Schaden mit. So. Ja, klar sind die Sterne da nicht reichbarer Nähe. Ich hab den doch getroffen. Oh, Mensch. Wow. Ja, klar doch. Ich krieg das irgendwie hin. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Immer Schritt für Schritt. Das Coole bei den Sternen ist an sich auch, dass man von weit hinten angreifen kann. Und man macht schon ordentlich Schaden damit. Ist eigentlich ganz nice. So, her mit den Sternen, her mit den Sternen, natürlich. Oh, da muss man wirklich richtig genau sein. Gib mir Sterne, danke. Und tschüss. Weg. Ah, die verschwinden immer so schnell. Haben wir dich? Und so langsam müsste ich dich doch jetzt kriegen, ach man. Also wenn hier wirklich eine Mission ist, nicht einmal Schaden nehmen. Also, das ist dann... Uff. So, hier jetzt die beiden. Habe ich dich endlich. Boah, aber ich habe mich so extrem schlecht angestellt. Keine Glanzleistung von mir. Oh nein, jetzt ist er traurig. Wir haben nicht mal eine Mission, glaube ich, abgeschlossen. Oh, wir kriegen aber immerhin ein Upgrade. Edler Entdecker-Blaupause. Yes. Aber ich habe nicht mal eine einzige Mission abgeschlossen. What? Beim letzten Mal hatten wir schon mal zwei Missionen wenigstens abgeschlossen. Okay. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall mehrmals nochmal machen müssen. So, was ist denn schon mal eine Mission? Zerstöre die Wurzeln von Tropic Woods. Ah, okay. Das mache ich. Ich nutze auch wieder den Bumerang. Aber erstmal wollen wir die dritte Welt freischalten. Und da bin ich gespannt, was das jetzt sein könnte. Ich sehe da hinten ein Riesenrad. Riesenrad, oh. Wo geht's jetzt hin? Erstmal in die Wolle, die Stadt. Warum geht's da jetzt erstmal hin? Ja, das ist schön. Aber warum werde ich jetzt hierher gebracht? Hallo? Der Wolle, die gelehrt ist in der Stadt. Er wird dir Tipps geben, wie du fehlende Blaupausen finden kannst. Und verrät dir noch viel mehr. Alles klar, aber es ist jetzt so, nicht für etwas, was ich jetzt machen möchte.
Ah, jetzt wird auf jeden Fall erstmal die dritte Welt. Das ist ein Freizeitpark. Das ist ein Freizeitpark. Wundaria-Ruinen. Also, wahrscheinlich verlassen. Du hast den Boss besiegt und dein neues Gebiet freigeschaltet. Boah, da bin ich gehypt auf den nächsten Part. Da bin ich gehypt. Verlassener Freizeitpark. Mega, mega cool. Okay, ich werde erstmal ein paar Wurzeln zerstören. Und vielleicht auch den Boss mit einer Fähigkeit abschließen. Und in einer bestimmten Zeit. So, ich bin jetzt hier bei den Wurzeln und ich habe mal jetzt die Feuerfähigkeit genommen. So, und zack. Haben wir das. Und die Feuerfähigkeit ist eigentlich extrem nice, weil ich ihn zum Brennen bringen kann. Ich habe mich jetzt leider ein einziges Mal treffen lassen, aber dafür bin ich schon eigentlich sehr, sehr weit gekommen. Also das ist eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt. Ich mache mal jetzt weiter, weil ich habe das Gefühl, dass ich den auch in einer schönen, akzeptablen Zeit down bringen kann. Weil er ist ja gleich schon besiegt. Er ist gleich schon besiegt. So, es kommt wieder was von oben. Aber immer draufhauen. Er ist gleich down. Er ist gleich down. Ja, guck mal. So schnell habe ich den jetzt down bekommen. Ja, den Anfang habe ich zwar jetzt nicht mit reingeschnitten des Bosses, aber ja, trotzdem. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das jetzt so ganz gut hinbekommen haben. Besiegen den Boss innerhalb von 2 Minuten. Japp, sehr schön. Haben wir das auch erledigt. Das heißt, es gibt jetzt noch eine weitere Mission. Wahrscheinlich keinen Schaden nehmen. Obwohl, wir haben bestimmt noch eine Mission mit einer bestimmten Fähigkeit besiegen. Und anscheinend ist das nicht Feuer. Gucken wir mal. Was ist das? Ohne eine Spezialpower einzusetzen. Oh. Oh. Okay. Das ist dann doch ein bisschen anders, als ich gedacht hätte. Aber cool. Gut. Retten wir erstmal diese zwei noch. Tschüss. Und dann gehe ich nochmal rein. Juhu. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich werde jetzt sehr defensiv spielen. Weil ich möchte im selben Atemzug vielleicht auch wirklich schaffen, den Boss ohne getötet zu werden. Oh nee, das war doch jetzt schon mal nichts. Ach man. Ach man. Das war doch jetzt nichts. Hallo? Achso, ich hatte was im Mund. Achso, darum konnte ich jetzt nichts einsaugen. Okay, ja gut, das war jetzt wirklich nichts. Das war kompletter Fail. Okay. Aber, es ist halt ärgerlich, dass es gerade jetzt am Anfang passiert ist. So, zack. Immer Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Jetzt kommen wieder Kokosnüsse von unten. Die zerplatzen nach und nach. Komm, platze du mal. Danke, danke. Jetzt habe ich den da zerstört. Ach, da kam jetzt sowas. Egal. Zack. Ach, dass die Sterne so schnell verschwinden. Wenn ich gerade die einsaugen möchte. Das ist doch nicht wahr. So, zerplatze, zerplatze. Du sollst hier zerplatzen, danke. So, zack. Und du jetzt auch. So, tschüss. Ja, guck mal, wir haben ihnen schon mal ordentlich Schaden gemacht. Also, ich weiß nicht, wie ich in der ersten Runde so hier verhauen konnte. Verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Hallo. Yes! Aus so schöner Distanz. Gut, ich habe jetzt auch schon einige Leben verloren. Da muss ich jetzt gerade in der zweiten Phase des Bosses aufpassen. Weil, ja. Es ist ein bisschen ungenau hier. Ja, gerade in der zweiten Phase muss ich aufpassen, weil der noch stärker ist. Ach du Heilige. Ich möchte nicht sterben. Ja, das Problem ist, dass Kirby sehr, sehr ungenau zielt. Das will ich hier mal mit sagen, weil es ist wirklich sehr, sehr ungenau. So, und zack. Und zack. Haben wir ihn nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Aufpassen, aufpassen, auf. Ja, klar, klar doch. Werde ich da jetzt getroffen. So, hier. Hier, guck mal, ein Zweier. Oh, guck mal, guck mal. Ja, guck mal, das muss ich jetzt auf jeden Fall treffen. Da muss ich den jetzt treffen. Sowas dann. Ja, guck mal, schön, schön, schön. Oh, ich bin ein bisschen angespannt. Ich möchte nicht verlieren. Das wäre mein erster Tod. Das muss nicht sein, das muss nicht sein. Ja, guck mal, nochmal Zweier. So, jetzt kann ich angreifen. Okay, ich dachte, er macht seine Puste. So, 2 Hits braucht er noch, 2 Hits braucht er noch. Das heißt, ich brauche noch 2 Sterne etwa. Komm, geht mal kaputt hier. Zack, und noch 1 Hit.
Geh du kaputt. Nein. Ja, und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Ihn besiegt, ohne eine Fähigkeit zu haben. Und mit der Feuerfähigkeit werde ich probieren, ihn jetzt ohne Schaden zu killen. Das mache ich wieder so wie beim ersten Boss, dass ich euch die Fels so gesehen reinschneide und ja. Und dann natürlich den Versuch, wo es klappt. Aber holen wir erstmal diese Aufgabe nach Hause. Das erste, als erstes. So, na klar, ohne Chance allein. Das war klar, das war klar. Solche Zeitmissionen so, ohne Chance zu nehmen, das wird es immer geben bei den Bossen. Gut, haben wir einen, wurde die weiterhin gerettet. Und dann bin ich jetzt auf ohne Schaden nehmen gespannt, ob das schwieriger wird oder leichter. Mal gucken. Okay, okay. Er kriegt ein bisschen Schaden. Ach, man weiß halt nicht, wo die Wurzeln rauskommen. Versuch Nummer 2 nach dem Cut. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Eben wurde ich, habt ihr ja gesehen, schneide ich ja mit rein. Oh, nee. Jetzt kriegt er wieder viel Schaden. Jetzt flüchte ich erstmal ein bisschen. Und lasse mich ja nicht von den Kokosnüssen treffen. Allerdings habe ich jetzt nicht auf dem... Oh. Ob da was draus wird. So, ich muss wirklich auf alles Acht geben. Auf alles. Ist gerade der Wurm drin. Mein erster Versuch, den ich nach einem Cut gemacht habe, war der beste. Da kam ich easy in die zweite Phase. Also, es war... Oh. Okay, guck mal. Auf Kokosnüsse achten, auf seine Wolken da achten. So, und jetzt kann ich hier mal angreifen. So, dass du schon mal ordentlich Schaden kriegst. Genau so, genau so. Achtung, fliegen, 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 fliegen. Jetzt kann ich wieder angreifen, jetzt kann ich wieder angreifen. Jetzt brennt er aber so richtig. Fliegen, 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 fliegen. So, angreifen, angreifen, angreifen. Weil an sich ist die erste Phase ganz einfach. Die ist sowas von einfach. Verstehe ich nicht, warum ich da bisher so verhauen habe. So, auch auf ihn jetzt zu achten. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch auf ihn achtet. So, dann jetzt Drifter, Drifter, Drifter. Okay, zweite Phase eingeleitet. Jetzt richtig doll auf die Wurzeln aufpassen. Nicht zu nah an ihn ran. Die Wurzeln sind jetzt das größte Problem. Kann ich... Ah, nicht zu nah dran. Nicht zu nah ran. So, jetzt lieber ein bisschen auf Entfernung bleiben. Er macht diesen Kreis hier und dann kann ich da so ein bisschen Hits verteilen. So, jetzt. Hier Hits verteilen. Achtung, Achtung, Wolke, 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 glaube ich. Nein, keine Wolke. So, Hits, 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 Hitze. Okay, okay, okay. Sehr, sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Okay, Wolken, Wolken, Wolken. Hier rüber, hier rüber. So, jetzt sind die Wurzeln erstmal weg. Das heißt, er wird gleich Wurzeln machen. Da aufpassen, aufpassen. Oh, erstmal Kokosnüsse. Erstmal Kokosnüsse. Er brennt erstmal schön. Ich flüchte jetzt lieber. Ich weiß, dass er nicht mehr viele Leben hat. Lieber aufpassen, lieber aufpassen. Jetzt! Ich hab ihn. Ohne Schaden zu nehmen. Jetzt! Das war ein guter Versuch. So muss man es machen. Ich glaube, Feuerfähigkeit ist wirklich am besten dafür hier. Ich habe jetzt natürlich die anderen beiden Fähigkeiten nicht aus... Doch, Bumerang haben wir ausprobiert. Da habe ich ja kläglich versagt. Aber Igel habe ich natürlich nicht ausprobiert. Ja, gut. Ich bin damit zufrieden. Auf jeden Fall. Es lief deutlich besser als beim ersten Boss. Ich fand da den ersten Boss ein bisschen schwieriger, das irgendwie zu timen. Aber kann auch gut sein, dass ich mich beim ersten Boss einfach komplett dumm angestellt habe. Das ist natürlich auch gut möglich. So, haben wir das erledigt. Du hast alle Wunde, die es im Gebiet Ewigblauküste gerettet. Yes. Und somit haben wir das auch erledigt. Ja, und im nächsten Part, wenn wir dann zur dritten Welt aufbrechen, werden wir erstmal zu Wunde, die Stadt zurückkehren. Denn eine... Blaupause haben wir ja bekommen, um ein Upgrade auszuführen, eine Entwicklung. Und dann möchte ich nochmal mit diesen Gelehrten sprechen, ob wir irgendwelche Blaupausen ausgelassen haben. Und wenn wir welche ausgelassen haben, die möchte ich dann erstmal nachholen. Das war mal alles im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, der Part war unterhaltsam mit dem zweiten Boss. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.